Das hier ist ein Netbook. Um genau zu sein, ein Samsung NC10. Das ist eins der ersten Netbooks überhaupt. Nämlich sind das ja Geräte, die bekannt dafür sind, dass sie besonders langsam sind. Also eine besonders langsame CPU haben und ja, die Grafik auch grottenschlecht ist. Und wie man hier sehen kann, Dezember 2009 sind diese Geräte über 10 Jahre alt. Diese Geräte haben zum Basteln, also zum Hinzufügen von Komponenten, einen sehr großen Vorteil. Und das ist der, dass diese Geräte Mobilfunk unterstützen. Ich habe mal ein weiteres davon aufgemacht und das auch schon rausgeholt. Hier ist nämlich ein Mobilfunkmodem drin gewesen. Das hier ist die WLAN-Karte, das WLAN-Modul und hier neben ist halt noch ein zweiter Slot für das Mobilfunkmodul. Und da ich das Mobilfunkmodul sowieso nicht brauche und das in der Regel fast keiner braucht, zumal eigentlich jeder ein Handy hat, mit dem man einen Hotspot machen kann, hat man hier einen weiteren PCI Express Slot, in den man irgendetwas anderes reintun kann. Nun gibt es verschiedene Karten, die da sehr gern reingetan werden. Es gibt zum Beispiel ein Videodekodierungsmodul, das wird von manchen Leuten benutzt, um HD-Videos ruckelfrei gucken zu können, weil der Prozessor ziemlich alt ist und da keine hardwarebeschleunigte Videodekodierung unterstützt und die Grafik da drin eben auch nicht. Aber ich habe jetzt eine andere Idee gehabt, nämlich ist PCI Express gleich PCI Express. Das heißt, es gibt nur einen Signalstandard. Es ist ein anderer Formfaktor. Man kann jetzt also nicht eine große Karte ohne weiteres reinstecken. Das ist jetzt hier eine SATA-Karte mit zwei SATA-3 Ports oder Anschlüssen oder wie man das nennen möchte. Und ja, so sieht der Anschluss von der Desktop-Karte. Also diese Karte ist gebaut im Formfaktor, um in ein großes Gehäuse reinzukommen. Und man sieht schon, das passt nicht so ganz. Der Anschluss, der in einem Notebook oder Netbook zu finden ist oder auch in manchen kleineren, ja, PCs, auch wenn ich den Begriff nicht sehr passend finde, die sind unterschiedlich. Aber elektrisch identisch, das heißt, man bräuchte jetzt nur einen Adapter dafür. Tatsächlich gibt es ein sogenanntes Breakout-Board. Das habe ich jetzt hier schon modifiziert. Also da war dieser Anschluss sogar andersrum. Diese Anschlussleiste war da drin. Und damit könnte man theoretisch eben eine solche Karte hier da reinstecken. Ja, das kommt dann hier rein. Das ließe sich auch benutzen. Das Doofe ist nur, dass man dann den Rechner nicht umdrehen kann, weil ja eben eine Karte darunter drin steckt. Was ich jetzt getan habe, ich habe einen Adapter, der so ähnlich war wie der hier. Das ist eigentlich einfach nur ein PCI Express Verlängerungskabel sozusagen. Das habe ich modifiziert, nämlich habe ich da diesen Stecker unten abgemacht. Und ich habe ja eben schon gezeigt, dass ich von der Platte hier diese Steckleiste abgemacht habe und habe das direkt daran gelötet. Das heißt, das ist jetzt ein verbundener Adapter sozusagen von dieser kleinen Karte, die ich hier jetzt reinschrauben werde, auf diesen Slot, in den man ja natürlich das hier reinstecken kann. Aber auch da es eben der lange Slot ist, der übrigens abwärtskompatibel ist, das heißt, man kann immer auch die kleineren Karten in den größeren Slot reinstecken. Diese SATA-3-Karte, wie die meisten kleinen Karten, wie auch USB-3-Karten, haben PCI Express X1, also einfach. Und dieser Slot hier ist X16, also 16-fach, 16 mal so viele Kontakte oder Übertragungswege wie einfach. Die 16-fachen werden in der Regel von Grafikkarten benutzt, weil die besonders große Datenmengen in bestimmten Situationen übertragen müssen vom Prozessor. Und diese kleinen Karten in der Regel nicht, weil PCI Express 1 ist allein schon schneller als SATA oder USB 3 und deswegen reicht da einfach für solche Sachen völlig aus. Ob es gleich funktionieren wird, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass da kein Kurzschluss drin war. So, jetzt versuche ich mal die Schraube da reinzukriegen. Der Adapter ist festgeschraubt, das heißt, jetzt habe ich an diesem Netbook hier diesen Anschluss. Wenn ich das jetzt umdrehe, also dass das hier, wie es gehört, nach unten zeigt,
dann muss ich dafür sorgen, erstmal, dass nicht das Gewicht auf einer ungünstigen Stelle liegt, also das Gewicht vom Gerät. Das wäre nämlich hier. Der höchste Punkt ist nämlich momentan dieser Knick hier am Kabel. Das heißt, würde ich das jetzt so umdrehen, denn der Deckel passt nicht auf, dann könnt ihr vielleicht auch hier einen Schlitz reinmachen, dann wäre erstmal gut, das richtig umzuhalten. Man könnte hier theoretisch einen Schlitz reinmachen oder das hier wegbrechen und dann könnte man das Kabel hier rausführen. Aber das werde ich nicht tun. Ich habe ja nicht vor, das dauerhaft so zu lassen. Das ist ja sowieso etwas unpraktisch, wenn man das Gerät sowieso dann nicht mehr tragen kann. Dann bringt das auch nicht viel, dass man ein Netbook hat. Kann man sich gleich irgendein PC holen. Deswegen habe ich hier diese Kappe rangeklebt, sehr billig mit diesem Kreppband hier. Und das ist etwas höher als das. Das heißt, ich kann jetzt das Gerät umdrehen und dann ist das Gewicht da drauf gestützt und nicht auf den Kabel. Ja, es steht und hier kommt eben unser Kabel raus. Und zum Testen, ich will das nochmal zeigen, wie das dann aussieht, stecke ich jetzt diese S-ATA-Karte da rein. So, das Gerät ist gestartet und jetzt kann ich benutze Debian Linux auf dem Gerät, wie auf den meisten meiner Geräte. Jetzt kann ich hier die Geräte auflisten, die angeschlossenen PCI-Geräte, und das kann man mit dem Befehl ls für List PCI machen. So, und hier können wir jetzt sehen, S-ATA-Controller. Also das drittletzte. Und jetzt könnte man meinen, das ist ja der S-ATA-Controller in dem Gerät integriert. Nein, das ist nicht der Fall. Denn es ist, was da drin integriert ist, ist ein IDE-Controller. Mal sehen, sehe ich den auch? Ja, da ist es. Warum ist das so unscharf? Ja. Das fünftletzte, IDE-Interface. Da sieht man schon, das ist Intel und so weiter. Das heißt also, das ist integriert ja, ich weiß gar nicht genau, ob das im Prozessor-Chip, ob das ein SoC ist oder ob das eine Southbridge ist. Kann auch sein. Jedenfalls ist das schon im Netbook integriert gewesen. Der S-ATA-Controller da unten ist zusätzlich. Das ist also dieses Gerät hier. Jetzt hätte ich natürlich, um das Ganze noch schlauer zu machen, da ein S-ATA-Gerät anschließen können. Das Problem ist nur, dass ich dafür jetzt ein Netzteil aufbauen müsste und so weiter. Wird schon funktionieren. Wenn das Gerät erkannt wurde, dann wird es natürlich auch funktionieren. Ich hätte jetzt auch da eine USB-3-Karte reinstecken können für PCs und dann würde dieses uralte Gerät USB-3 unterstützen. Ja, Hot Plug übrigens wird leider nicht erkannt. Das heißt, ich kann das Gerät jetzt während das an ist rausziehen. Das ist elektrisch sicher. Das heißt also, da kann dabei nicht das Gerät durchbrennen oder sowas und ich kann es auch jederzeit wieder reinstecken. Also theoretisches PCI wie USB, dass man Geräte jederzeit rausziehen und reinstecken kann. Aber gebe den Befehl jetzt nochmal ein. Wie man sieht, ist das Gerät immer noch gelistet. Das heißt, ich weiß nicht, ob es an dem PCI Express Controller in dem Netbook liegt, dass die da kein Hot Plug drin unterstützen. Was logisch wäre, weil normalerweise hat man ja bei einem Laptop keine PCI Express Karten, die man im Betrieb rausnehmen könnte. Außer vielleicht Express Card, aber ja. Oder Linux unterstützt das nicht. Also der Kernel da drin, beziehungsweise die Firmware, die diesen PCI Express Controller da drin verwaltet. Eins von beiden wird es wohl sein, denn ich habe das rausgezogen und der Befehl listet es immer noch auf. Das heißt, ich muss das Gerät jetzt ausschalten und für das nächste Gerät, nachdem ich es reingesteckt habe, dann wieder einschalten. Und das nächste Gerät, welches das sein wird, ist eigentlich absehbar. Abgesehen von dieser kleinen S-ATA-Karte habe ich natürlich zig andere PCI Express-Karten. Aber was uns ja am meisten interessiert, wahrscheinlich besonders Jüngeren von euch, die an Computerspielen interessiert sind, sind Grafikkarten. Ich habe hier einige da schon seit einigen Jahren. Das ist hier eine Nvidia Quattro, die war für die damalige Zeit sehr, sehr teuer und sehr hochwertig und schnell, als sie rauskam. Ich war aber letztens ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, dass die verglichen mit modernen Karten extrem langsam ist. Das ist eine Grafikkarte. Genau gesagt, ein Karton einer Grafikkarte. Es handelt sich hierbei um die Radeon 5500 XT mit Auto-Extrem. Das bringt dem Spieler also sehr viel, dass die Kondensatoren und Spulen automatisch reingetan wurden. Oder was auch immer das heißen soll. Und das Gerät hat DNA. Oder RDNA. RNA vielleicht.
kann sich also vermutlich fortpflanzen. Und das hier ist vielleicht der einzige technisch interessante Begriff. Es ist eine 7-Nanometer-Architektur, das heißt, auf Chip-Ebene sind die Transistoren 7 Nanometer breit oder so in der Richtung. Hier gibt es einen Bereich, der Mindestanforderung heißt. Mal gucken, ob ich das... Die Mindestanforderung, 64 Bit, 4 GB Arbeitsspeicher, Stromversorgung und so weiter. Und womit könnte ich das besser testen, als wenn ich das Samsung NC10 da anschließe? Und das ist grafikkartentechnisch habe ich viel da. Hier habe ich eine Nvidia Quattro und noch eine andere Nvidia-Karte, die beide aus dem Jahr 2010 etwa stammen sollten. Denke ich mal. Ist also etwa so alt wie das Netbook. Das ist hier übrigens eine relativ teure Karte, die jedoch keine Bildschirmanschlüsse hat. Die könnte ich trotzdem verwenden, aber ich wollte ja jetzt die X-Bla sonst was, na, das Ding hier benutzen. Mal sehen, steht das da drauf? Ja, RX 5500 XT, made in China natürlich. Diese Karte möchte ich ausprobieren und deswegen kommen die anderen erstmal weg. Wenn das mit der jetzt neuesten und teuersten nicht funktioniert, dann werde ich eine andere benutzen. So, die hier wollen wir nämlich testen. Und was diese Karte braucht, das stand bei den Voraussetzungen, das kann sich aber auch jeder schon denken, die braucht besonders viel Strom. Zumindest mehr Strom, als dieses Netbook durch dieses PCI-Express-Kabel liefern kann. Deswegen haben wir diesen Anschluss hier. Und dafür brauche ich entweder ein Netzteil oder einen Adapter, um mit einem Netzteil, das ich schon habe, das anzuschließen. Letzteres würde ich eigentlich lieber machen, aber das Problem ist, dass ich so einen Adapter mir noch nicht gebastelt habe, weil der Stecker noch nicht angekommen ist, den ich dafür bestellt habe. Ich muss also ein normales Netzteil dafür benutzen, für PCs. Und welch ein Glück, dass ich in meiner Bekanntschaft Computerspielsüchtige habe, für die das hier ein altes Gerät ist. Und dieses hat zum Glück mehrere von diesen Anschlüssen. Das heißt, ich kann das hier benutzen zur Stromversorgung. Die Netzteile, die in PCs integriert sind, also wie dieses hier, ein RTX-Netzteil, werden normalerweise von der Hauptplatine angeschaltet. Es gibt also in dem Kabel, das zur Hauptplatine führt, eine Ader, das ist die grüne hier, die wird überbrückt mit dem schwarzen, also der Masse. Und das signalisiert dem Netzteil, dass es eingeschaltet sein soll. Da ich jetzt hier keine Hauptplatine habe, die ich benutze, ich zweckentfremde das Netzteil im Grunde, ja, werde ich einen Trick anwenden. Es gibt, natürlich kann man auch einfach ein Kabel reinstecken, Draht, der das überbrückt, das mache ich auch sonst gern. Aber die etwas benutzerfreundlichere Lösung ist das hier zu benutzen. Das ist ein Schnelltester. Also im Grunde ein Gerät, das zeigt uns auch gleichzeitig an, ob das Netzteil funktionieren wird, ob die verschiedenen Spannungsschienen alle auch richtig sind. Und dieses Ding steckt man einfach darauf, auf dieses Kabel. Und das sorgt dafür, dass sobald das Netzteil Strom hat, das auch sich einschaltet und man als kleinen Zusatzeffekt sehen kann, ob auch alles richtig funktioniert. Ja, jetzt darauf zu achten, wenn man das reinsteckt oder rauszieht, immer auf Aushaben, damit eben hier kein Geknacke, Geknister entsteht. Dann stecke ich das mal rein und drehe das mal so zur Seite. Ja, Netzteil geht an. Und alle Lampen, die leuchten sollen, leuchten auch. Diese minus 5 Volt Lampe hier leuchtet nicht. Aber das ist völlig in Ordnung, denn minus 5 wurde nur für die serielle Schnittstelle benutzt. Das ist ein Schnittstellenstandard, der außer Nischenanwendung überhaupt nicht mehr benutzt wird. Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn minus 5 oder auch minus 12 nicht funktionieren. Ja, unser Netzteil läuft also. Schönen Luftstrom haben wir. Und jetzt können wir hier dran oder hier dran jeweils die Grafikkarte anschließen. Dann müsste sie auch angehen. Positioniere ich das also etwas um. So. Es wird platztechnisch etwas schwierig hier, weil dieses Netzteil nämlich leider nicht zu denen gehört, wo man die Kabel alle modular reinstecken kann, also nur die man braucht, sondern bei diesem Netzteil hängen da diese gefühlt 20 Kabel immer dran. So,
Das lege ich dann zur Seite. Das ist auch gut zu wissen, dass die Lampen grün sind, weil ich jetzt nicht die Grafikkarte kaputt machen möchte, im Falle, dass das Netzteil irgendwie aus irgendeinem Grund kaputt ist. So, dann mal sehen, ich schiebe das mal hier ran, dass man das etwas sehen kann. Vom Stecker her muss ich das so rum hin tun. Also mal sehen, wie ich das am besten mache. Ich kann das vielleicht so hinlegen hier. Besser würde es mir gefallen, wenn ich hier irgendwas ranmachen könnte, dass ich das so hinlegen könnte. Und das werde ich jetzt auch tun, ähnlich wie ich beim Netbook dafür gesorgt habe, mit dieser Schraubenkappe, dass ich das hinlegen kann. So, ich habe jetzt sehr billig diese Kappen auch hier rangeklebt. Das ist, falls sich jemand Sorgen macht, Kreppband, das hinterlässt also keine Rückstände. Würde mich aber auch nicht stören, wenn es Rückstände hinterließe. Darüber, wer meinen Blog eifrig liest, sollte man schon Bescheid wissen. So, jetzt kann ich das Ding hinstellen, ohne dass jetzt Lüfter blockiert sind. Ich kann es hier an PCI Express anschließen, aber ich werde erstmal das Netzteil anschließen als erstes. So, der Stecker steckt drin. Die Energieversorgung von der Grafikkarte ist sichergestellt. Ah, da fällt mir gerade ein. Wenn ich jetzt das Netzteil anmache, müsste sich ja auch hier der Lüfter schon drehen. Das probiere ich mal aus. Nicht so ganz. Naja. So, jetzt kommt das hier daran. Da ist natürlich eine Schutzkappe, damit diese schönen vergoldeten Kontaktflächen hier keinen Kratzer abbekommen. Man will ja keine Kratzer im Bild haben. So. Etwas schwergängig, dieser Stecker. So, ja, und jetzt habe ich hiermit erfolgreich, also im physischen Sinne, erfolgreich diese Grafikkarte verbunden mit einem Gerät, das weit unterhalb der Mindestanforderung ist. Nämlich hat es nicht 4 GB, sondern 2 GB Arbeitsspeicher und es ist ein 32-Bit Intel Atom Gerät. Ich kann mir also gut vorstellen, dass ich sogar der Erste bin, der überhaupt diese Art von Grafikkarte mit so einem Prozessor verbindet, aber das weiß ich natürlich am Ende auch nicht. Oh, guck mal, ein Sicherheitssiegel, damit der Wert behalten wird. Und der Wert ist vergangen, wie schlimm. So, jetzt mache ich mal, was mache ich jetzt erstes an? Ich mache das Netzteil als erstes an und dann direkt danach das Netbook. Also, so, Netzteil ist an, jetzt mache ich das Netbook an. Mal sehen, was passieren wird. Schade. Es ist nichts passiert. Also das Gerät ging an wie immer. Es wurde kein zusätzliches Gerät erkannt. Und das Gerät ist angeschaltet. Dass man daran sehen kann, dass die Lampe auf der Grafikkarte läuft. Ja, schade. Jetzt weiß ich nicht, woran das hier liegt, warum da nichts passiert, ob ich da... Ich probiere mal rum. Ich probiere sonst eine andere Grafikkarte. Ich habe jetzt versuchsweise das Netzteil ausgemacht und interessanterweise leuchtet die Lampe auf der Grafikkarte immer noch. Wird also offensichtlich gerade vom Netbook mit Energie versorgt. Was aber auch heißt, dass es nicht besonders viel Strom verbrauchen kann, weil sonst wäre der Akku längst leer, wahrscheinlich nach einigen Minuten. Um auszuschließen, dass die Grafikkarte deswegen nicht funktioniert hat, weil die einen Bildschirm angeschlossen haben muss, schließe ich jetzt mal einen Bildschirm an. Mal gucken, ist das der hier? Ja, das ist HDMI. Ja, hier ist kein DVI-Anschluss mehr dran. Ich musste eben ein HDMI-Kabel vom Fernseher anwenden. Vom häuslichen. Ich habe nämlich selbst sowas nicht, sowas Modernes. Und DisplayPort habe ich erst recht nicht. Ja, gut, also nochmal probieren. Bildschirm steckt drin, Bildschirm wird eingestellt auf HDMI. Falls das noch irgendwas dann bringt. HDMI. So, Netzteil wird wieder angemacht, Laptop wird angemacht.
Und jetzt mal gucken, ob irgendwas passiert. Also am Bildschirm steht kein Signal. Das überrascht mich nicht. Die Lampe auf der Grafikkarte leuchtet wieder. Die LED Zeppelin. Hier sieht man wieder einen völlig normalen Startvorgang. Ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Nö, wie erwartet, lässt sich hier keine AMD-Grafikkarte erkennen. Es lässt sich hier sowieso nichts erkennen. Ja, aber eben auch keine AMD-Grafikkarte. Dann probiere ich mal wahrscheinlich eine andere Grafikkarte. Das ist jetzt eine andere Grafikkarte hier, eine ziemlich neue, ich weiß nicht mal welche. Steht nicht drauf, weil das Gehäuse so ziemlich fehlt. Bildschirmanschluss hat dieses Ding gar nicht mehr, ist abgelötet. Also mal gucken. Netzteil an. Das braucht zwei, hat zwei Stromanschlüsse. So. Netzteil ist an. Netbook anmachen. Aha, hier leuchten zwei LEDs. Da sehe ich gerade, was für ein Modell das ist. Ja, man sieht es immer wieder ganz kurz. Tesla, also eine Nvidia Tesla-Karte ist das. Mal sehen. Und natürlich wird diese Karte auch nicht erkannt. Also ich habe es anfangs getestet mit dieser Karte hier, also eine SATA-3-Karte. Die wurde erkannt. Könnte sein, dass die Firmware auf dem Linux-System hier installiert sein muss, aber daran zweifle ich irgendwie, weil das Gerät sollte ja trotzdem auftauchen hier, wenn ich die PCI-Geräte aufliste. Dann probiere ich nochmal eine ältere Grafikkarte. Vielleicht scheitert es irgendwie am BIOS oder sowas. Das hier ist eine Nvidia Quattro, die etwas älter ist als die beiden anderen eben ausprobierten, aber auch diese wird nicht erkannt. Eine GeForce 9500 GT, also eine ziemlich alte Nvidia-Grafikkarte, wird auch nicht erkannt. Und mir kommt ein gewisser Verdacht, nämlich dass egal was für einen Stromstecker man da noch zusätzlich dran hat, das Gerät auch eine gewisse Menge an Strom durch das hier bezieht. Und dieses Netbook einfach nicht diese Strommenge liefern kann. Was könnte ich denn da machen? Ich könnte gucken, ob ich den Adapter so umändern kann, dass ich eine externe Stromzufuhr dann noch anbinden kann. Das probiere ich mal. So, eine halbe Stunde später. Jetzt kommt hier nicht nur ein PCI-Express-Kabel raus, sondern auch ein Stromkabel. Ich habe jetzt erstmal nur 12 Volt angeschlossen. Wenn 5 Volt noch zusätzlich. Also wenn das gleich nicht klappt, versuche ich das noch mit 5 Volt zusätzlich. Aber erstmal nur 12 Volt. Das hat den großen Vorteil, dass ich diese Stecker benutzen kann, die XT60 Stecker, die ich sowieso benutze für 12 Volt Anschlüsse. Und ich kann dann zum Beispiel das hier dazwischen schalten. Das ist ein Ampermeter. Da kann ich dann sehen, wie viel Strom das überhaupt zieht, aus reinem Interesse. Und mit einem anderen Adapter, nämlich den hier, kann ich dann aus dem Netzteil, das hier ohnehin schon steht, das ist der Stecker, der für den Prozessor normalerweise gedacht ist. Das sind auch 12 Volt und dieser Adapter hier wandelt das um in dieses System. Das heißt also, wenn ich das Netzteil jetzt anmache, sollte die Grafikkarte, das ist jetzt hier die 9500 GT, die hat keinen zusätzlichen Stromanschluss, das heißt, die bezieht ihre Energie komplett aus diesem PCI-Express-Anschluss. Ja, ich mache das mal an, das Netzteil, mal sehen, ob das schon ohne dass das Netbook an ist, Strom bezieht. Netzteil ist an, es passiert aber noch nichts. Mal sehen, jetzt mache ich das Netbook an. Aha. Sobald ich das Netbook anmache, wird plötzlich Strom gezogen. Mal sehen. Es wird 1 Ampere gezogen, das Netbook geht jetzt aber plötzlich an. Na, sowas. An der Stelle fällt mir gerade auf, es kann gut sein, dass das Netbook überhaupt keine 12 Volt zur Verfügung stellt. Das ist jetzt die Tesla M2090.
die zusätzlich hier versorgt wird, aber eben jetzt auch über 12 Volt von diesem Netzteil mit versorgt wird. Ich hatte nämlich eben den Verdacht, dass vielleicht der Rechner ja eben ging, aber einfach die Bildausgabe über die Grafikkarte erfolgte. Und deswegen benutze ich jetzt die Karte hier, die hat ja gar keinen Bildausgang, mit der Hoffnung, dass das irgendwas verändert. Ansonsten benutze ich gleich nochmal die ganz neue mit HDMI zum Bildschirm, um das auszuschließen, dass es vielleicht auch funktioniert hat. Und ja. Aha, es passiert etwas. Wäre jetzt interessant zu wissen, welcher Code das hier ist. Es kann sein, dass das ein Code ist, weil kein Bildschirm angeschlossen ist. Das wäre möglich. Ich versuche also jetzt die neueste von den Karten, die. Erstmal probiere ich das wieder ohne irgendein Bildschirm, mal sehen, ob der gleiche Piepcode gleich kommt. Also Netzteil an. Hier leuchtet nichts. Ich denke mal, für die Grafikkarte, um sich einzuschalten, wird das 3,3 Volt Signal benötigt und das kommt ja nur aus dem Netbook und nicht aus dem Netzteil. Deswegen leuchtet die Lampe da jetzt nicht. Das heißt, das Netzteil, die Grafikkarte ist aus. Die geht erst an, wenn ich das Netbook anmache. Also die Grafikkarte zieht durchgehend 1 Ampere dann aus dem Anschluss hier. Also der interne Bildschirm vom Netbook, der ist komplett aus, aber es blinkt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da was kommt oder. Es kann nämlich auch sein, dass das Geblinke nur von der Grafikkarte kommt, ohne irgendein Zutun vom Prozessor. Das wäre vollkommen denkbar. Ich gehe stark davon aus, dass einfach das BIOS auf diesem Gerät diese viel zu neue Grafikkarte einfach nicht erkennt. Deswegen keine Bildbefehle kam. Die Grafikkarte selbst war ja aktiv, hat auf Befehle gewartet sozusagen. Jetzt probiere ich deswegen eine ältere Karte, nämlich eine HD 5770. Eine deutlich ältere Grafikkarte. Mal sehen. Dieses Gerät hier wurde also nicht mal als ein Gerät erkannt. Aus irgendeinem Grund ist sie komplett inaktiv. Hier ist nochmal die 9500 GT. Mit Adapter, weil die keinen HDMI-Ausgang hat. Mal schauen. Oh, es erscheint ein Bild. Also wie eben gehabt, die Grafikkarte geht an. Aber ich befürchte, dass das BIOS wieder mit dieser Grafikkarte nichts anfangen kann. Man muss eben bedenken, dieses Netbook BIOS ist natürlich überhaupt nicht dafür vorgesehen, irgendeine andere Grafikkarte anzusprechen als die integrierte Intel-Grafik. Ich bezweifle stark, dass das mit irgendeiner anderen jetzt noch hier funktionieren wird. Das hier ist eine ältere Nvidia-Grafikkarte und bei Intel Notebooks wurden oft Nvidia-Grafikkarten zusätzlich benutzt. Das heißt, wenn irgendeine externe Grafikkarte von diesem Notebook, Netbook, BIOS unterstützt wird, dann ist das eine ältere Nvidia-Karte. Also die hier. Die Karte geht an, aber es kommen keine richtigen Signale an. Das heißt also, das BIOS ist wahrscheinlich, ja. Wenn ich jetzt hier eine serielle Konsole anschließen würde, steht da vielleicht auch irgendwas wie unbekanntes Gerät oder fehlende Firmware oder was weiß ich, wie das da heißt. Ja, damit ist dieses Experiment hier erstmal eingestellt. Ich kann noch gleich gucken, ob ich mit irgendeinem anderen Gerät, also statt diesem Netbook mit einem anderen Laptop vielleicht, irgendwas anfangen kann mit diesen Grafikkarten. Aber ich denke, ansonsten ist dieser Versuch hier erstmal dann beendet. Und irgendwann gibt es vielleicht oder irgendwann finde ich vielleicht ein Coreboot dafür. Coreboot ist eine quelloffene Alternative zu BIOS. Das kann man auf viele existierende Geräte rauftun und das übernimmt die Aufgaben des BIOS, ist aber quelloffen und anpassbar und so weiter. Es gibt immer noch die Chance, dass das geht. Da habe ich jetzt aber keine Zeit und Lust mehr zu.
Aber schön zu sehen, dass überhaupt die elektrischen Grundlagen vorhanden sind. Denn die PCI-Verbindung ist da und die Stromversorgung ist da und Ende dieses langweiligen Videos.